Oh mein Gott, hier geht's einfach Dubai-Kakao für 9 Euro. Wow, ich habe mal was für tolles Weihnachtsmarktwetter. Hallo, check, check, check. Alles für die Professionalität. Oh, lecker. Heute ist der schönste Tag im Leben und im Jahr. Erstens gehen wir heute auf den Weihnachtsmarkt. Das habe ich mir jetzt auch verdient, Leute. Ich freue mich. Das war wirklich meine Motivation. Wirklich meine letzten 2 Wochen sahen wirklich echt mau aus. Ich habe nichts gemacht, außer gegessen, gelernt und geschlafen. Und das so im Zyklus. Ich meine, jeder, der eine Lernphase ist, kennt es. Und ich hatte jetzt eben meine Prüfung und ich habe sie bestanden. Und ich bin so happy, weil meine OGs wissen, ich habe mich so lange von dieser Prüfung gedrückt. Genau genommen jetzt über ein halbes Jahr. Die Weihnachtsmärkte haben schon seit dieser Woche auf, seit Montag. Und normalerweise wäre ich die Erste, die schon drüber gelaufen wäre. Aber ich hatte, nein, ich habe mir gesagt, erst wenn die Prüfung vorbei ist. Und jetzt wird sich heute das Essen reingeschaufelt, sage ich euch. Bis zum geht nicht mehr. Bis zum geht nicht mehr. Auf geht's. Es ist ja leider für den Weihnachtsmarkt überhaupt nicht so kalt, ehrlich gesagt. Man kann hier echt in so einem dünnem Lederjäckchen los. Den Pulli habe ich gefühlt. Das ist wirklich peinlich. Ich habe den so oft an. Aber es ist der Lieblingspulli. Arnes Strickpulli. Wo ist der her? OOTD. Der war letztes Jahr bei Hollister. Bei Hollister im Angebot. Den blauen Pullover, den ich im Penny-Video anhatte. Ihr wart so süß, ihr habt mich ja fast mit Komplimenten überschüttet. Hatte ich mit so einem blauen Stürmer zusammen an. Vielen lieben Dank, der Pulli war vom Arne. Auch von. Ja, war auch, habe ich am selben Tag gekauft. Am selben Tag gekauft, auch im Angebot gekauft, auch von Hollister gewesen. Und ich glaube, den Pulli muss ich auch mal anziehen, damit ich nicht die ganze Zeit mit dem hier immer rumlaufe. Was ist? Es ist mittlerweile auch irgendwo ein Teil meiner Persönlichkeit geworden, dieser Pulli. Ne? Wow, ich habe mal was für tolles Weihnachtsmarktwetter. Das hatten wir ja noch nie. Sun is shining and so are you. Oh mein Gott, hier gibt es einfach Dubai-Kakao für 9 Euro. Da sagen wir ja. Schatz, ich habe die Prüfung geschafft. Bin ich auf jeden Fall reingefallen aufs Marketing, aber schaut euch mal, wie geil das aussieht. Ich meine, hier haben wir schon eine Pistazienmus im Kakao. Das könnte halt eine geile Kombi sein, finde ich. Heißt bestimmt. Nee, da haben sie mich Kannst mit. Kannst nichts sagen. Der normale schmeckt geil. Dann schmeckt man jetzt Dubai raus. Ist die Frage. Ich probier mal deinen. Schmeckt schon anders. Schmeckt auch schon besser. Meiner? Mhm. Bisschen Oh, Entschuldigung, hast du noch den Finger weg? Deiner ist ein bisschen cremiger, meiner ist flüssig. Ich glaube, wegen der Sahne ist meiner halt cremiger, aber. Und deiner ist nicht ganz so süß. Der ist nicht ganz so süß, muss ich auch sagen. Und der schmeckt halt wirklich so ein bisschen nach Pistazie. Ein bisschen. Also 9 Euro wäre es mir nicht wert, aber. Aber schmeckt, also man schmeckt den Unterschied. Deswegen war gut, dass du deinen normalen Kakao genommen hast. Man schmeckt ihn. Ich weiß nicht, ob man die, wie viel hat dein normaler Kakao gekostet? 4,50. Okay, 9 Euro minus 4,50, 3,50. Oh my God, bro. Oh, hell no. Oh mein Gott, wie peinlich. 4,50. Ob man die rausschmeckt? Nee, das jetzt nicht. Nein. Was ist das heute für Wetter hier? Du brauchst eine Sonnenbrille. Ich sehe nichts, aber das ist ja auch egal. Es geht jetzt vor allem um den Geschmack. Ich habe mir einmal einen veganen Crepe. Das war nämlich wieder mein. Es ist nämlich immer toll, wenn man an dieselben Stände geht. Ich dachte mir jetzt das erste Mal an alle Stände nochmal, die ich sowieso gerne mag und approven kann. Die hatten letztes Jahr noch keine veganen Crepes und die hatten letztes Jahr auch noch keine vegane Nutella, weil es sie auch noch nicht gab letztes Jahr. Schauen wir mal. Gespannt. Aber du hast den normal. Ich hab normal, damit wir vergleichen. Ach so. Okay. Ach deswegen. Ich habe mich schon gewundert. Ach so. Gut. Okay, let's go. Taste test. Meiner schmeckt lecker wie immer. Der schmeckt schon ein bisschen wie ein Nougat-Schokoladencreme. Aber ist lecker. Hm. Für dich ist es vielleicht nicht Schokolade das genug. Sieht, ja, das ist zu wenig Nutella.
Ja, vielleicht geizen die auch mit der Veganen. Oh ja, du hast viel mehr Nutella. Die geizen ein bisschen mit der Veganen. Na, da ist ja gar nicht drauf. Aber ist lecker, ne? Ja, aber das ist mir alles nicht süß genug. Ich brauche schon, es muss schon richtig knallen. Na, bei mir hat eben der Duba-Schokoladen-Kakao geknallt. Ich brauche es jetzt gar nicht so süß. Doch. Nee, das ist nichts, aber es lag vielleicht auch daran, wie sie ihn gemacht hat und nicht. Ich muss einfach der Frau das nächste Mal sagen, noch einen Ticken mehr Nutella. Und dann sagt sie ja, dann zahl noch. Für den habe ich übrigens 7 Euro gezahlt. Meiner 5. Und Arnes 5. In nicht vegan. Ja, das finde ich immer so ein bisschen frech, dass man die Veganer so ein bisschen abmurkst. Also wahrscheinlich ist auch die vegane Nutella teurer. Aber trotzdem, dann hast du ja quasi keinen Bock, die vegane Option zu wählen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja irgendwie so ein bisschen schade. Mit den Veganern kann man es ja machen, weißt du? Mit den Veganern kann man es ja machen, richtig. Die zahlen dann einfach mehr. So. Eins muss ich ja mal sagen, was mich ein bisschen hier enttäuscht. Wir sind keine Ahnung, wie viele Stände abgelaufen, alle Bratwurststände und kein Stand hat irgendwie eine vegane oder vegetarische Wurst. Und ich habe gesehen, in Köln gibt es nämlich vegane Wurst. Das ist so blöd, dass irgendwie... Aber im Stadion gibt es auch. Ja, aber halt hier nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass wir da irgendwie doch noch ein bisschen hinten dran sind. Also Dubai haben wir super viel, aber keine vegane Wurst. Deswegen überlege ich, wir müssen eigentlich... Das nächste Video, das nächste Weihnachtsmarktvideo, bis wir diese vegane Bratwurst finden, wird lauten 3 Tage, 3 Weihnachtsmärkte oder so. Schreibt mal, ob ihr da drauf Lust hättet. Ich fände das nämlich ganz cool. Wir haben jedenfalls hier unsere Käse. Ich mit veganer Sahne und dazu haben wir Semmelbrötchen. Aber für die ein bisschen lang machen. Wir hatten letztes Jahr mal so geile so Kräuter. Die schmecken so ein bisschen wie so Dosenkäse. Ja, aber er hat sie frisch heiß gemacht für uns. Ja, Wahnsinn, aber nicht so geschmacksintensiv. Ja, muss ich auch sagen. Ich muss mal gucken, was die Pilze gekostet haben, aber ich glaube 6 Euro? 6,50. Am besten lichten wir auch mal den Gesamtpreis, den wir bisher schon ausgegeben haben, aus. Und das macht mich traurig, dass mein Mikrofon nicht funktioniert, weil jetzt muss man hier so rumschreien. Ein paar Sekunden später. Wir probieren jetzt gerade professionell zu werden, indem wir die Mikros hier anstecken, aber es funktioniert nicht. Es ist zum Weinen. Mann. Dafür habe ich mir diese Mikros auch übrigens extra gekauft, damit wir auf dem Weihnachtsmarkt die Qualität haben, aber es funktioniert nicht. Für mein YouTube-Video. Also wir probieren das dann. Follower? Ja, 38.000. Ja, du bist meine Freundin. Ich bin die Monika. Hi, Sophie. Ich werde dich bestimmt eh loben. Also ich bin immer hier, jedes Jahr. Sehr lecker. Jetzt wird sie auch noch großkotzig hier. Ihr habt noch keine 38.000 Abonnenten mehr. Nur am Lügen, die Alte. Aber in 400 Abonnenten sind was, deswegen... Abonniert gerne den Kanal, falls ihr noch nicht getan habt an der Stelle. Tatsächlich, dann haben wir auch die Frau nicht belogen. So, ihr Lieben, wir haben es uns ein bisschen... Oh, yes. Ich hatte ja keinen Platz. Ist doch da ganz viel Platz. Guck doch mal. Da müssen wir uns jetzt so einhaken. Schatz, es ist immer... Hör doch auf! Wir haben Neuigkeiten. Du bist nicht schwanger. Ich bin noch nicht schwanger, nein. Wir heiraten auch nicht. Wir heiraten auch nicht, nein, noch besser. Mich hat das wirklich heute ganz schön geärgert, dass Frankfurt, wir sind heute alles abgelaufen, nicht viel Auswahl-Veggie hat. Zumindest Wurst. Naja. Nein, doch, doch, okay, also es gibt keine nein, Veggie-Wurst, doch. Ansonsten. Ja, aber wisst ihr, ich kenne halt mittlerweile jetzt den Weihnachtsmarkt von Frankfurt. Ich habe mir jetzt mittlerweile mit euch zum dritten Mal und wir gehen auch heute Abend und ich freue mich, aber ich habe mir so gedacht, nein, dieses Jahr wird anders. Wir haben Züge gebucht. Ganz schön viele Züge. Für ganz schön viele Städte, die ein bisschen weiter weg sind, aber für ihre Weihnachtsmärkte sehr bekannt sind. Und das wird Teil 2. Ich habe mir mal überlegt, wir machen dieses Mal was ganz anderes und was super cool ist, Arne wird mit dabei sein. Ne?
Und das Video wird auch schon nächste Woche online kommen. Tatsächlich, nächste Woche Sonntag ist eigentlich fest geplant. Von daher dauert es gar nicht mehr so lange. Oh, ich freue mich, Leute. Das ist, glaube ich, so mein Geschenk heute. Nicht so immer. Leute, ihr denkt, es ist eine Scheißprüfung, jetzt halt doch einfach die Schnauze, Sophie. Wie kann man sich da so... Nee, aber Leute, wirklich, ich hatte so Angst vor dieser Prüfung und es war wirklich ein Pain. Und deswegen, ich bin so froh, dass sie rum ist und irgendwie muss ich mich jetzt selber beschenken. Der Weihnachtsmarkt hier in Frankfurt hat nicht gereicht, nein. Ich will die Welt sehen. In Deutschland. Die Weihnachtsmärkte. Jetzt reicht's, oder? Ja. Sie haben es langsam verstanden. Okay. Okay. Wir haben uns jedenfalls Mandeln mitgenommen vom Laden des Vertrauens. Ja. Habe ich das jetzt schon am Anfang erzählt? Naja, gehe ich auf jeden Fall jedes Jahr zum selben. Die haben eine riesen Auswahl. Mag ich da. Und ich mag Mandeln, wir mögen Mandeln. Und wir haben uns einmal, ich glaube, das sind 200 Gramm, ja, Mandeln bunt mixen lassen. Ich habe gesagt, gebt uns die besten Sorten, die ihr habt. Und ich glaube, wir haben jetzt, wir probieren nacheinander mal. Was ist das? Das ist grün. Irgendwas Grünes mit Zuckerperlen. Ja, probier mal. Ich weiß, das hier war Cookie mit Vanille und sowas. Das haben wir, glaube ich, nicht richtig gesehen, Schatz. Doch. Hier. Hier so. Lecker. Ja gut, schön Cookie. Lecker. Lecker. Wir haben so eine richtig leckere Schoki-Vanillenote. Mhm. Grün war nämlich nicht so geil. Ja, habe ich mir schon gedacht. Dann haben wir hier noch so eine Zimt-Vanille. Mhm. Mandel, glaube ich. Auch ein Klassiker. Okay, ich könnte für Mandeln sterben. Weil immer, ich kenne auch meine Fails. Krebs und Mandeln. Krebs und Mandeln, ne? Also nur Mandeln vom Weihnachtsmarkt. Normale Mandeln finde ich langweilig. Ja, ja. Schon. Das ist nix. Mandelmus ist noch toll. Mhm. Schwer zu definieren alles. Schmeckt auf jeden Fall sehr süß. Knackig. Geht einfach hin und probiert selbst aus. Eine schmeckt voll nach Lotus. Ich glaube, sie hat irgendwie auch Lotus. Lotusmandeln reingemacht. Die Seine hatte ich gerade auch Lotus. Die haben einfach Lotusmandeln. Das ist geil. Und mal richtig lecker. Wir machen uns wieder auf. Um 7:15, weil der Weihnachtsmarkt macht ja um 9 zu. Und jetzt ist es bestimmt sehr viel kühler als noch heute Vormittag. Deswegen habe ich mir schon mal, der ich mir vorhin beim Zara gekauft. Ist ja richtig süß mit Herzchen. Was? Scheiße. Hä? Oh, Anne hat sein Parfüm kaputt gemacht. Nicht nur ich bin der Tollpatsch, ja? Ich färbe auf den Anne ab. Naja, jedenfalls, das sind die Kopfhörer, beziehungsweise Ohrenwärmer. Was? Ja, schade. Machst du nichts, Schatz. Das bringt jetzt nichts. Kaputt ist kaputt. Bringt nichts, sich drüber aufzuregen. Mach's nächstes Mal besser. Lass es halt nicht runterfallen. Ganz einfach. So. Von der Kinderabteilung habe ich die. Also die haben, glaube ich, 8 Euro gekostet. Voll fair und wirklich, die halten meine Öhrchen schön warm. Und ja. Was sagst du zu meinen Kopfschützern? Jetzt sage ich Kopfschützer. Zu meinen Ohrwärmern? It's so cute, oder? Wahrlich süß. Die sind wahrlich süß. Machen wir uns, ich habe langsam wieder Hunger. Da sind sie, die guten Prüffelpommes. Der kann gar nicht glauben, dass sie so viel Geld ausgeben wollen, der Mann. Ja, ich glaube, wir waren die Ersten, die 15 Euro für eine Pommes ausgegeben haben. Aber Leute, es sind Trüffelpommes. Geil, oder? Mhm. Nee, muss ehrlich sagen, 15 Euro. Na klar. Ist es das wert oder nicht? Lecker, aber... Oh, nee. Schmeckt nicht genug Trüffel. Habe ich fast befürchtet, weil hier ist eine Mordsladung Parmesan und so ein bisschen Trüffel. Mhm. Probier mal. Boah, ich finde, die schmecken schon sehr geil. Ja? Knusprig, salzig, aber tatsächlich wenig nach Trüffel. Ja.
Wir haben einmal die Pasta mit der Pilze. Jedes Jahr aufs Neue toll. Ja, das ist Arnes Leibspeise. Sind die auch warm? Ja, cremig, frisch, lecker. Ja, waren günstiger als die Pommes. Das ist eine gute Mischung so aus Pilz und Käse. Das ist die beste Nudelsorte. Ja, das stimmt. Einfach eine gute Sache. Die haben auch Pasta mit Garnelen. Schon auch sehr geil. Das heißt an alle, die gerne Fisch essen. Ich glaube, die können auch ganz geil sein. Magst du mal? Ja. Krass, ne? Ich finde es schon deutlich besser als die Pommes. Ja. Ja. Hey, die Pommes war schon auch lecker, aber das ist halt... Kannst du dich nicht gegen wehren, was? Ist halt Premium. Boah, die schmeckt richtig gut. Ich finde es sogar noch mal besser als letztes Jahr. Irgendwie schon. In der ersten Woche geben die sich immer besonders Mühe. Richtig gut gewürzt, schön salzig, schmeckt so richtig schön Tomaten-Sahnesoßig und Knoblauch. Ja, da muss man jedes Jahr hin. Da muss man wirklich hin, ja. Das war's jetzt mit dem Video. Ich habe vergessen, Outro zu machen, deswegen nochmal kurz hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich war nicht zu anstrengend. Ich weiß nicht, beim Schneiden dachte ich mir gerade so, oh, Sophie, du nervst. Aber ich hatte halt einfach so gute Laune. Und hoffe, dass es ein bisschen rübergeschwappt. Positiv. Nicht, dass es anstrengend war oder nervig. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Nächste Woche Donnerstag, da wird es wieder 2 Videos geben. Und am Sonntag dann zu unserem Christmas Market Special. Ja, wenn wir ein bisschen die Deutschland-Cities unsicher machen. Und noch eine kurze Info zu Koro für den Dezember. Die hat nämlich letztes Jahr im Dezember keine Code-Aktion. Wegen Winterpause bzw. einfach Weihnachtspause. Aber diesen Dezember soll das nicht so sein. Also man kann ganz normal, also ihr könnt ja so oder so dort bestellen, aber jetzt quasi dann auch im Dezember mit, natürlich sehr gerne mit meinem Coach, falls ihr wieder Nachschub braucht. Oder vielleicht, wenn ich mich auch jetzt sehr schön Weihnachtsgeschenke-Ideen im Kopf habt. The Basics, die ich euch immer empfehlen kann, die kennt ihr auch alle schon. Hier meine geliebte Chonka-Creme über heiße Himbeeren, schmeckt delicious. Soja-Crispies mit 70%iger Schoki, also die mit mehr Prozenthaltiger nehmen wir immer, weil dann schmecken die noch ein bisschen intensiver nach Schokolade. Schoki Drops mit einer Zuckeralternative. Auf Instagram habe ich euch mal Koro-Produkte, die unter 5 Euro kosten, verlinkt bzw. abgebildet, die immer gehen. Und die man, wie gesagt, auch sehr, sehr schön verschenken kann, weil Koro hat nicht nur die 1 Kilogramm Portionsgrößen, sondern auch kleinere Sachen mal zum Probieren, die ich auch sehr, sehr lecker finde und empfehlen kann. Das jetzt von mir. Küsse, danke für euren Support und ja, ich freue mich auf die nächste Zeit. Also wirklich, jetzt ist mein Ziel Christmas Season, Christmas Stimmung. Die soll jetzt hier gerade durch euren Bildschirm hindurchgehen. Ja, dass ihr mir auf jeden Fall Lust auf Weihnachten kriegt. Prost!